Jetzt erschießt euch die Vario! Die ist gerade. Ja, bei ihm nehme ich auch schon. Bei dir kommt auch schon Qualm raus. Was ist denn das für ein Hang? Kommt man da hoch? Das können wir mal probieren. Das geht ja nicht. Voll die Rüttelplatte. Das kriegen die nie im Leben hin. Jetzt erschießt euch die Vario! Die ist gerade. Ja, bei ihm nehme ich auch schon. Bei dir kommt auch schon Qualm raus. Ich riech's. Ausfahren will ich nicht, aber lass Motor laufen und zurückrollen lassen. Ist das hin oder soll ich runter? Geht schon. Oh, da willst du wenden? Hä? Da willst du wenden? Ja, warte. Ich hab keinen Bock, dass du da gleich drunter liegst. Ich helfe mal lieber. Warte. Steig mal ab, sonst ist die Ware gleich ganz im Arsch. Dafür wäre die zu schade. Gib mal ein bisschen Gas. Da hab's mir schon geworfen. Ja. Guck mal, dem fehlt sogar eine Schraube. Wo fehlt eine Schraube? An der Verkleidung vorne, über dem Krill. Ach so, ja, ja. Hast du irgendeine Bremse drin? Weiß ich nicht. Ja. Ah, jetzt muss es wirken. Aber es hat auf einmal ganz schön gestunken. Ich hoffe, du hast auf Kamera, wie ich da hoch
Das, was gestunken hat, war wahrscheinlich. Das, was gestunken hat, war wahrscheinlich meine Kupplung, weil der Rauch ist zu hoch. Nee, sein hat auch geraucht. Ja? Beide. Ich habe ihm gesagt, Dustin, lass es sein, die Variomatik kauft ab. Er so, ja, ich riech schon, nee, Moment, kommt die blaue Wolke da raus. Ist okay. Ja gut, ich sag mal, den Weg, den du jetzt schon gemacht hattest, den werde ich hochgucken, weil er natürlich den Weg war und wollte ihn dann natürlich. Da hätte ich jetzt auch gesagt, komm, dann gib Gas. Ja, dann immer abkühlt. Ich habe auch zwischendurch gedacht, ob ich nochmal abbreche, weil ich hatte kein Allrad drin und ich wusste jetzt auch nicht, wie gut meine Ware das mitmacht. Ich bin ja sogar im Highgang, ich bin nicht mehr im Lowgang gefahren. Ich einfach hochgejuckelt. Hey, I'm a kid.